hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Altes Live mit den Yugi. Hallo. Den Sebi. Herzlich willkommen. Und dem Mikey LP. Hallo. Hallo Mikey. Hallo Yugi. Mit den größten Spaß aller Zeiten. Wir haben nur Scheiße gebaut. Yo, wohin fahren wir jetzt, Mikey? Wie oft soll ich das doch sagen? Zum Airfield. Wohin fahren wir? Zum Airfield. Wo fahren wir hin? Zum... Ich nerv dich. Wo fahren wir hin? Zum Ich nerv dich Hausen. Wo fahren wir? Zum Ich nerv dich Hausen und ich schlag dich tot. Oh! Schön, dass du mich getötet hast. Ich bin auch tot. Fängt da schon mal gut an. 3 Sanitäter online. Feuerwehr rufen. CD und Tom Mike Apple getötet, CD und Xbox getötet. Ja, wenn du... Ach guck, sind schon da. Da guckt man einmal woanders hin und dann... Ja, dann guck doch auf die Straße, du Trottel. Ey, Herr Bowser, alles kann ein gut war. Ah, what? Ich muss das mit entfernen. 82 Meter. Ist das nicht dein Ernst? 50 Meter. 40 Meter. Ach ja, achtet jemand auf die Zeit? Ja, echt. 2 Minuten erst. Du hast ungefähr 30 Sekunden gebraucht, um uns zu töten. Das Ärgerliche ist, dass meine Waffe jetzt weg ist. Ja. Guck mal, das Auto fährt noch. Okay. Opa ist weg. Gott sei Dank. Jetzt muss alle rausschmeißen. Oh, ich liege so schön auf den 30 Sekunden. Oh, ich weiß, wie nenne ich dieses Video. 30 Sekunden tot. 30 Sekunden bis zum Tod. Ja, oder bist du tot, genau. Ey, das kann nicht wahr sein. Ja, macht er uns einfach platt, der Kerl. Und ich werde als erstes gerade wieder belegt. Dann spucke ich gleich auf eure Leichen. Einen richtig alten Opa-Rotze. Oh mein Gott, ist der fucking dumm. Wieso hast du uns umgebracht? Ohne Scheiß. Weil ich gerade woanders hingeguckt habe und jetzt stand an dieser scheiß Pfahl. Also auf der Karte hast du gesagt. Wie konnte denn das passieren? Ich brauche erstmal einen Schluck. Ich brauche erstmal einen Schluck Benzin, früher geht's nicht mehr. Oh. Es gibt doch her den Lack 4. Lack 4. Alter. Ah, was? Ich brauche einen Schluck Benzin. Oh. 30 Sekunden bis zum Tod. Geil. Lol, ich hab die Waffe. Oh. Ich hab die Waffe noch. Aber sonst geht's mir gut. Ich bin glaube ich dort. Was macht der? Fahr mal die Karre hier weg! Was macht der? Kann man mir mal sagen, warum hier 4 Räder fehlen? So, guten Tag, der. Hallöchen, hi. Opa, du Volltrottel! Jetzt hast du mich überfahren. So, hab ich doch gar nicht. Schon wieder, oder was? Erwarten Sie, ich brauche einen Schluck Benzin. Und Opa, wenn das Auto da steht, kann ich das nicht aufheben. Steig aus, steig aus.
Außerdem ist der Herr da hinten auf der Ladefläche uninteressant. Hey, ich will auch leben. Plop. Du bist ein Volltrottel, aber... Warum wie kann im ich Buche das nicht steht? Aufheben? Ey, wie kann man wirklich das aufheben? Weiß ich nicht. Was willst du aufheben? Die Koffer kann man nie aufheben, oder? Doch. Hä? Mit Leute. Windows-Taste, aber warum funktioniert das nicht? Ich? Dieser Fall hier, der muss gefällt werden. Der muss weg. Das ist ein allgemeines Verkehrshindernis. Haben Sie das gehört? Haben Sie eine Kettensäge dabei? Der Fall muss weg. Opa, ich Hi und vielen Dank fürs Wiederbeleben. Okay, wir haben einen schwulen Bekannten. Oh, super. Ich höre gar nichts. Hallo, Herr Medic. Vielen Dank, Herr Medic. Wir sind haben Sie gerettet. Haben Sie zufällig vier Reifen dabei? Haben Sie zufälligerweise vier Reifen dabei? Wir haben nur einen. Vier Reifen habe ich nicht dabei. Ich habe aber einen Haken für einen Helikopter. Da kann ich das Fahrzeug mitnehmen in die Feuerwehrstation, das dort reparieren. Ja, machen Sie das. Das ist ja nicht mein Fahrzeug. Steigen Sie dann bei mir im Helikopter mit an. Ja, Moment. Ich muss vorher noch was erledigen. Opa, ich würde dir gerne so gerne diese... Vier Reifen in den Arsch stecken. Dafür, was hast du mir angetan? Kommt alle! Los! Es geht los! Die Reise beginnt! Haben Sie zufälligerweise einen Benzinkasten dabei? Passen Sie auf den Pfahl auf! Ich würde ihn ja erstmal absägen, bevor Sie hier was Riskantes versuchen. Opa, hör auf, was du laberst, ohne Scheiß! Du machst mich voll Angst! So, haben Sie Benzin dabei? Ich schmeiße dich klein bisschen auf das Fenster raus. Haben Sie Benzinkasten dabei? Ja, aber fürs Auto, nicht für Sie. Ja, natürlich fürs Auto, für wen denn sonst? Denken Sie, ich trinke wirklich Benzin? Ja. Machen Sie das Auto nicht kaputt, das ist nagelneu! Immerhin funktioniert die Hupe noch. Das ist auch das Wichtigste am Auto. Ja, ist klar. Hupe ist die Wichtigste. Hupe und Radio, das ist das Wichtigste im Auto. Okay, wenn hat keine Hupe und kein Radio, dann ist scheiße, oder was? Ja. Du hast den Medic ausgelockt! Wer war das? Der Medic ist tot!
Was? Der Medic ist tot! Was? Medic! Nein! Medic! Nein! Was passiert? Wer hat den Wagen bewegt? Ich nicht. Ich auch nicht, ich saß auf der Ladefläche. Das war bestimmt du. Nein, Medic! Pumpen! Los! Los! Wir müssen ihn am Leben halten! Nein! Er darf nicht sterben! Nein! Er muss das Auto noch reparieren! Yogi? Hä? Du liegst auf dem Boden, ne, das ist mein... Hey, Dick! Kommen Sie wieder zu sich! Ich gehe lieber weg. Dürfen nicht sterben! Er kommt doch gleich wieder. Wir sollten jetzt das Auto reparieren! Komm, ach, vielleicht dürfen wir uns ja den Helikopter ausleihen. Vielleicht war der Mikey ist reingestiegen und deswegen ist der kaputt gegangen. Bevor der Yugi uns getötet hat, da hinterm Pfahl, hatte ich ursprünglich noch 8 Dietriche. Du hast uns getötet, aber das solltest du dir darüber auch im Klaren sein. Ein Medic! Ein! Was machst du? Ich repariere doch noch! das ist jetzt der Sebi! Sebi! Okay, tut mir leid. Das war aus Versehen! Und wer hat den Medic umgebracht? Nein, du darfst nicht sterben. Aber ich muss los, Medic. Tschüss. Oh, da liegen ja noch die ganzen Sachen. Abby, fahr mal kurz vor. Der Yugi repariert die Luft. Jo. Mal 2 Äpfels. So. Ey, mehr kann ich auch nicht aufheben. Was? Hm? Lol. Was ist jetzt wieder passiert? Sebi, was hast du gemacht? Nix. Nur bei mir, ich fahre los, gell? Und hinten sitzt Mikey, gell? Nein, ich bin gar nicht im Auto. Und du warst bei mir im Auto, hast du ausgesehen. Und auf einmal warst du nicht mehr im Auto. Echt? Ja. Ich denke, was? Weil du hast gesessen hinten, wo wir am Anfang hast du gesessen. Oder kommt der Medic? Wir müssen ihn warm halten. Nein, du darfst nicht sterben. Nein. Du darfst nicht sterben. Hilfe, Hilfe. Machen Sie zu! Der Kollege stirbt sonst weg hier! Los! Sie müssen sich beeilen! Beeilen Sie sich! Der Kollege darf nicht sterben! Er wollte nur unser Auto reparieren und ist dann einfach umgefallen! Wir haben auch ganz gut auf seine Sachen hier aufgepasst. Oh, ciao Leute. Du Arsch, Opa, du bist ein Arsch. Ich muss noch was erledigen. Nein, Wichser. Jo. Was hat der Opa vor? Hab ich kein Geld mehr, nichts zu trinken, nichts zu essen, alles weg. Mann. Gucken Sie mal, Herr Medic!
Der liebe Gott hat uns 4 Reifen geschickt. Ja. Der liebe Gott hat uns 4 Reifen geschickt. Gucken Sie. Oh, danke, Herr Gott. Spannen Sie mal den Schiff-P-Muskel an. Gucken Sie mal, der liebe Gott hat uns 4 Reifen geschickt. Ja. Oh, das ist... Das war knapp. Geht's Ihnen denn sonst gut? Nehmen Sie mal einen Schluck Benzin, dann geht's besser. Ich kenn mich da aus. Ja. Ist glaubbar. Aber wenn Sie mich entschuldigen, ich muss los. Tschüss! Wartet auf mich! Wir sind echt weit gekommen, muss ich ja mal sagen. Hey! Warum sehe ich den Seppi da rumlaufen ohne Auto? Weil Mikey ist losgefahren. Mikey. Jugi, komm zurück. Jugi ist losgefahren zu Start. Ich muss noch mal Geld holen. Ah, dann lässt man seine Freunde einfach alleine. Und da, bei Feuerwehr konntest du auch Geld abheben, gell? Für Info. Nee, hier kenne ich mich aus. Hier bin ich zu Haus. Die Karre ist echt scheiße, ey. Du bist scheiße. Nee, die Kiste hier, die ist echt sowas von doof. Na scheiße. So, was haben wir hier? Was ist denn der scheiß Markt jetzt hier wieder? Muss auch noch was zu trinken kaufen. Ich bin reich. Ah, ist der Markt. Okay. Ich hab knapp 20.000. Wow. Ich habe knapp 2 Millionen. Oh, du bist ja einer von den ganz harten Sourcer, oder was? Was? Ich kaufe. Nicht genug Geld will, leck mich doch. Und dreimal Wasserflasche. Dreimal gegrilltes Hasenfleisch. Ui. Warte, ich habe nicht so viel Geld. Was? Hasenfleisch kostet $150? So. Ich weiß nicht wieso, aber bei mir spackt ohne Scheiß. Der ATM. Doch, das war ja wohl nix, wa? Erst fährt der Yugi gegen Fahl und bringt uns um. Genau. Dann hast du? Ach, auf die Karre. Ich brauche noch Werkzeugkasten. Hast du welche? Ja. Okay, dann mache ich auf. Nein! So. Okay, Yugi, geh raus da. Raus oder ich schieße. Du hast ja doch deine Waffe noch. Ja, hab ich doch gesagt. Doch muss man erst das Schießeisen rausholen, damit das junge Volk hier gehorcht, oder was? Ja, wie in guten alten Zeiten. Er hat auch das Schießeisen gesprochen. So. Ja. Wie lange nehmen wir schon auf? Fast 20 Minuten. Okay, wir machen eine Aufnahmepause. Jo. Tschüss! Ciao. Tschüss!